Oh mein Gott. Servus, Leute. Ich habe schon sehr lange meine blonden Haare, die eigentlich mal grau waren. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, komm, färbst du sie mal wieder neu. Und ich habe mir jetzt das hier geholt, Freunde. Mal gucken, wie es aussieht. Really, nigga? Als erstes brauche ich einen neuen Outfit. Oh. Nice. So Leute, ich habe gar keine Ahnung, wie ich meine Haare machen soll. Ich mache einfach irgendwas. So, ob das Brot wäre, Freunde. Gib mir die Handschuhe. Hier, nimm den einen. Hey, nicht so viel. Auf jeden Fall, Leute, wenn das scheiße aussieht, sage ich einfach, es war ein soziales Experiment. Yo, Leute, jetzt habe ich so ein bisschen gemacht und jetzt gucken wir einfach mal gleich, wie das aussieht. Das wird bestimmt so scheiße aussehen, ne? Ey, Leute, ich gehe das mal kurz abwaschen, mal gucken, wie das aussieht und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, haltet euch fest, wie das aussieht. Oh no. Es ist einfach, die Seite ist schwarz und die Seite ist blond. Ey Leute, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das voll, aber einerseits auch nicht. So schwarz mit einer blonden Mischung einfach. Ich bin kein Player, doch ich ficke auf. Wenn du nicht kochen kannst, hol mir eine Chicken Box. So lang mache, dann sind die mehr blond. Und ich die andersrum style, sind die schwarz mit blond. Bitte, ich passe nicht mehr in deinen Sportwagen rein. Trink mal ein, zwei Champagnerflaschen auf mich. Okay, Leute, ich habe mich jetzt doch entschieden. Ich werde die jetzt komplett schwarz machen, weil das hier ist gerade irgendwie ein bisschen fail. Blond, schwarz, blond, schwarz, blond, schwarz, blond, schwarz. Leute, wisst ihr was? Machen die jetzt einfach schwarz. Blond, schwarz, blond, schwarz. Setz dich mal hin und mach mir die. Hä? Setz dich hin und mach, damit man dich ein bisschen sieht. Und die Leute wissen, wer du bist. Halt fest, mach weiter. Okay, komm. Was machst du? Hast du hinten alles gemacht? Ja. Sicher? Ja. Sicher, sicher? Ja. Laber mich nicht vorher, am Ende prankst du mich oder so. Hast du hinten wirklich gemacht? Ja. Ach, verpiss dich, Junge. Ich dachte ich... Das ist doch eigentlich... Ey, 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 nicht das. Spaß. Das ist so eine Strähne, man chill. Na, das sind doch schon schwarz. So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns, oh mein Gott, gleich wieder. Oh! Das ist
ja nicht erfahren, das bleibt unter mir und dir, Kamera. Oh mein Gott! Egal, scheiß drauf! Er kommt! Okay, das schneidest du aus. So, Leute, ich bin fertig und ich sehe einfach aus wie eine Mistgeburt, Alter. Guckt euch das mal an. Hier ist hell. Keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Und hier ist so richtig so hexenschwarz, Alter. Guck mal. Hier, die Seite ist wieder richtig dunkel. Und hier ist wieder richtig hell, so. So, keine Ahnung, wie das aussieht, Alter. So scheißt man sich die Haare rein, Freunde. Macht das auf jeden Fall nach, wenn ihr so beschissene Haare haben wollt wie ich. Leute, ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich morgen direkt nochmal zum Friseur gehe und mir sie wieder blond mache. Ey, das sieht voll komisch, das ist so reingeschissen, ne? Folgt mir auf Instagram. Yo, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Haare genauso beschissen findet wie ich. Und Leute, kommentiert mal unten in den Kommentaren rein, was besser aussah, das hier oder mein Blond, Freunde. Also ich bin eindeutig für blond. Und ja, Freunde, wir sehen uns beim neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Und Leute, check mal mein Banner ab und mein Profilbild. Sieht heftig aus, oder? Jo, Leute, an dieser Stelle nochmal danke an den Emilio, der das für mich gemacht hat, Freunde. Und Leute, schaut mal auf seinen Kanal vorbei, der erste Link. Da hat er das irgendwie aufgenommen, wie er das Ganze bearbeitet mit Photoshop und wie er das Ganze macht. Sehr, sehr interessant, Freunde. Ich persönlich würde das niemals hinbekommen. Geht auf seinen Channel vorbei, Freunde. Kommentiert mit Hashtag Herraj Army. Und wer weiß, vielleicht macht er für euch ja auch so ein Design. Peace.